Mein Name ist Wolf Wuß und zusammen mit mir befindet sich Hansi Küpper in der Kommentatorenbox. Hallo Wolf, hallo allerseits. Ich habe mich schon auf dieses Spiel gefreut. Die Fans erheben sich für die UEFA Champions League Hymne. Was meinst du, Hansi Küpper? Ich denke, dieses Spiel hat es in sich, Wolf. Beide Teams werden von Anfang an Druck machen und alles geben. Dann wollen wir uns mal die Aufstellung der beiden Teams ansehen. Das Spiel läuft. Rakitski. Hübschmann. So geht schnelles Kurzpassspiel. Hübschmann. Und er bringt ihn rein. Er zieht von da ab. Nee, so nicht. Der Angriff galt nicht den Ball. Klare Sache. Freistoß. Das ist nicht gerade die optimale Entfernung, aber für einen, der richtig mit dem Vollspann draufhaut, läuft das vielleicht sogar noch unter der Handesplatz. So, an der Linie. Italian. Mario Götze. Wir versuchen es hintenrum. Gefährlich! Richtig, richtig gutes Spiel des Torhüters. Das war völlig in Ordnung, dass er es hier versucht mit diesem Pass, aber der muss natürlich besser kommen. In der ersten Hälfte sind jetzt 15 Minuten vorbei. Mario Götze. Nee, der ist weg. Mkhitaryan. Leicht abgefangen. Da schnappt er sich den Ball. Eduardo. Nee, so wird das nichts. Oh, der Gegner hat ihn. Saubere Annahme. Lewandowski. Er spielt den Ball erstmal weg. Gutes Zusammenspiel. Herrlich anzusehen. Szewczuk. Rakitski. Szewczuk.
Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Jetzt kann er ruhig mal aufhalten. Das ist die Möglichkeit. Kriegt die zweite Chance. Treffer versenkt. Und es steht 1:0. Und nur das Netz hält den Ball noch im Stadion. Er hat den Ball sensationell getroffen und ich sage einfach mal, der Torhüter, der den noch hält, der lügt. Neuer Spielstand 1:0. Das ist die Führung, davon haben sie geträumt. Jetzt heißt es natürlich weiterarbeiten und einen im Moment angenockten Gegner nicht wieder aufbauen. Versucht weiterzukommen. Alex Teixeira. Italian. Lukas Piszczek. Immer wieder das alte Lied. Sie schicken den Ball auf die Reise, aber sie finden keinen Abnehmer. Muss den Ball nach vorne bringen. Nein, der kommt nicht durch. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Eduardo. Luis Adriano. Versucht die Gasse zu finden. Sie versuchen es, sie wollen das Tor, aber es fehlen einfach die Mittel. Jetzt eventuell der Gegenstoß. Die Tür ist offen. Ach, er will den Torwart mit dem Hebel überrumpeln. Er will lupfen, aber das klappt so nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird sagen, Mensch, hau das Ding doch einfach drauf. Er versucht stattdessen mit dem lässigen Lupfer. Er trifft nur den Gegenspieler. Deshalb Freistoß. Der Ball fliegt in Richtung Zentrum. Durch. Wunderbare Kombination. Es sieht gut aus. Er schießt. Was ein Schmerzen. Das ist guter Fußball. Versucht mit der Flanke, aber kein Vorbeikommen am Gegenspieler. Der Pfiff des Schiedsrichters und jetzt ist Pause. Sie müssen das Spiel breiter machen. Teile des Spielfeldes werden bislang gar nicht genutzt. Aber die Führung spricht natürlich für sie. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt durch den Zweiten. Schmelzer. So geht schnelles Kurzpassspiel. Mario Götze. Weiß nicht, ob das so gewollt war. Er bekommt den Pass in guter Position. Er versucht ihn da durchzuspielen. Lewandowski. Schön weitergespielt. Ja, der war wichtig. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Er schlägt ihn in die Mitte. Und es gibt wieder Ecke. Versucht ihn nach innen zu spielen. Den nimmt er direkt. Den schickt er in die Wolken. Ein richtig kraftvoller Schuss, vielleicht etwas zu kraftvoll.
Meter über die Latte. Trotzdem, guter Versuch. Mario Götze. Da ist er dran. Lewandowski. Abgefangen. Alex Teixeira. Hübschmann. Schäftchen. Eduardo. Sie versuchen so in den Strafraum zu kommen. Die Flanke. Warum auch immer. Sobald sie zum Abschluss kommen müssen, fehlt ihnen der Mut. Sie versuchen es, sie wollen das Tor, aber es fehlen einfach die Mittel. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Jetzt ist er drin. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Exzellentes Timing, perfekt verwertet. Das Ganze war hart an der Grenze zur Abseitsposition, aber nur hart an der Grenze. Der Treffer ist völlig regulär. Er macht das richtig gut. Jetzt kann er die Flanke bringen. Er liegt in der Luft, aber leider wird er nicht belohnt. Erst stürmt er von hinten heran wie ein Pfeil, dann liegt er in der Luft wie ein Pfeil. Also diese Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Lukas Piszczek. So was wollen wir hier gar nicht sehen. Unfaire Attacke, Freistoß. Toller Schuss. Er versucht volle Kanone. Seine Freistöße mit dem Vollspann sind berühmt und berüchtigt. In diesem Fall darf der Gegner durchatmen. Da wackelt es im Gebälk. Das ist bitter für ihn. Er hat fast perfekt abgeschlossen, aber dann steht die Latte hinten. Marcel Schmelzer. Marcel Schmelzer. Lewandowski. Genau richtig. Kein Tor. Die Fahne des Assistenten ging nach oben. Es war eine enge Entscheidung, aber ich denke, es war die richtige. Jetzt sind fast 75 Minuten vorbei. Ein langer Schuss. Sauberer Schuss. Sie müssen hier auf den Torerfolg drängen, überhaupt keine Frage. Und Schüsse aus der Distanz können ja vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Aus der Aktion wird nichts. Kopf hinweg. Der hatte nie eine Chance.
Und das macht er bei Ballannahme und Ballkontrolle richtig stark. Und dann dieser Abschluss. Wunderbare Kombination. Das ist schulmäßig. Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Eckball. Jetzt geht es Eckstoß. Er serviert ihn. 85 Minuten sind gespielt. Auf Achse ist er. Jetzt startet er durch. Und Schuss. Langer Pass vor. Eduardo. Mario Götze, jetzt sind sie im Ballbesitz. Gefährlich durch die Mitte gespielt. Er steckt ihn durch. Marcel Schmelzer. Nee, so wird das nichts. Der Abpfiff des Unparteiischen, das Spiel ist aus. Das Resultat ist das Ergebnis einer absolut tadellosen Vorstellung heute. Auch die Zuschauer sind zufrieden.